Guten Morgen zusammen. So, kann man jemand von euch sagen, wo man beim Konsum von Cannabis aufpassen sollte? Ja, also wenn man das Ultra Bubblegum Haze pur wegraucht, dann schiebt es einen richtig weg und von dem sollte man schon aufpassen. Also gut, ja, dann fangen wir doch noch ein bisschen leichter an. Dürftet ihr auf dem Schulareal oder später, wenn ihr dann in der Arbeitswelt seid, beim Arbeitsplatz, Cannabis konsumieren? Ja, also wenn es keiner sieht, wieso nicht? Falsch. Ja, sieh, aber wenn ich vor der Schule einen rauche, also vor Schulbeginn, dann kann ich ja schon einen in der Pause rauchen, weil dann bin ich bis dann, wenn Pause ist, auf dem Schulplatz eh noch auf einem Trip. Ja, aber Sie, Herr Lehrer, wenn ich ehrlich bin, wenn ich einen auf dem Pausenplatz will smoken, dann will mich eh keiner verwünschen, weil mich verblasst sind wir davon. Also gut, wenn wir es dann haben, dann könnt ihr Spezialisten mir bestimmt auch sagen, mit was man nicht Cannabis mischen sollte. Sirup. Gut, das langt. Dafür könnt ihr jetzt in eures trüffligen Allgemeinwissen ein bisschen erweitern, indem ihr einfach 10-mal alle Safe Rules abschreibt. Und wo ihr die findet, auf dieser Seite. Nein, Sie, Lehrer, wir machen doch noch ein bisschen Spass. Können wir nicht über das Ganze so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen?